Höhlentempel sind in den Felsen gehauene oder in einer natürlichen Höhle angelegte unterirdische Sakralbauten. Höhlentempel und aus dem Stein herausgeschlagene monolithische Felsentempel sind eine Form der frühen Naturarchitektur und des Felsbaus, einer mit der Bildhauerei eng verbundenen Bautechnik in Festgesteinen. Die umfangreichsten künstlich geschaffenen Höhlentempelkomplexe entstanden in Indien, wo etwa 1200 Anlagen belegt sind, und in den angrenzenden Regionen Asiens. Die Grundform der Höhlentempel in Asien wurde seit dem 2. Jahrhundert vor Christus im westlichen Indien aus der Vorform der Bergklause der weltabgewandten Schramana-Bewegung, einer freistehenden Hütte oder einer Höhle als Behausung von Asketen entwickelt. Zentrale Gestaltungsprinzipien sind vermutlich vom Vorbild heute nicht mehr erhaltener hölzerner Freibauten abgeleitet. Entlang der Fernhandelsrouten verbreiteten sich Höhlentempel. Tempel von Südasien bis nach Zentral- und Ostasien. In Südostasien wurden anstelle künstlicher Höhlen überwiegend natürliche Höhlen als unterirdische Heiligtümer genutzt. Die Liste des UNESCO-Welterbes enthält zahlreiche Höhlen-Tempel in Asien, darunter Ajata, Elephanta, Ellare und Mamalapuram in Indien, die Mogao, die Longmen und die Jungangrotten grotten in China, Dambula auf Sri Lanka und Seogoram in Südkorea. Neben den asiatischen Entwicklungslinien treten Höhlen, und weitere, bisweilen deutlich ältere Felsbauten auch in anderen alten Kulturen wie etwa Ägypten, in Assyrien, im Hethiterreich, in Lykien und bei den Nabatrian auf. Vorläufer und Felsarchitektur weltweit. Bereits in prähistorischer Zeit dienten Höhlenmenschen als Zufluchtsbegräbnis oder Kultstätten. Die Markierung der Höhle wandelte diese vom faszinierenden Ort zur heiligen Stätte. Zur kultischen Nutzung zählten während des jüngeren Abschnitts der Altsteinzeit und der Mittelsteinzeit die rituelle Einweihung, eine dauerhafte Kennzeichnung und regelmäßig wiederholte Riten. Prähistorische Felskunst ist an etwa 700.000 Orten in ein in 120 Ländern zu finden und mit mehr als 20 Millionen figürlichen Darstellungen erfasst. Seit der Zeit der frühen Hochkulturen traten in Nordafrika, Klein-, Vorder-, Zentral-, Süd- und Ostasien künstliche Felsbauten als neue Bauweise in Erscheinung. Sie dienten als Wohn-, Schutz- und Depotstätte, als Grabhöhle oder als Tempel und Klöster. Auch Felsbauten der präkolumbischen Hochkulturen Amerikas werden gelegentlich als Höhlentempel bezeichnet. Zum Beispiel Kenko mit einem Puma-Altar bei Cusco oder der Tempel -Au Kelly bei Malinalco in Mexiko. Staat. Zu den markantesten Komplexen weltweit zählen die monumentalen Felsentempel des ägyptischen Pharaonenreichs, die Tempel von Abu Simbel, der große Tempel von Ramses II. In Abu Simbel am westlichen Nilufer entstand bereits um 1280 v. Chr. Die Tempelanlage, die ein Sanktuarium und diverse Kammern umfasst, wurde komplett in das Felsmassiv eingeschnitten. Weitere Felsbauten sind vor allem in Klein- und Vorderasien erhalten. Heltitische Heiligtümer wurden im 15. bis 13. Jahrhundert vor Christus in yasilikaya in der heutigen türkischen Provinz Schorum aus dem Fels geschlagen. Im 5. Jahrhundert vor Christus bauten die Lykier im südlichen Anatolien hunderte von Felsengräbern. Auch die Nabater schlugen in Petra zwischen 100 vor Christus und 150 nach Christus Tempel und Gräber in den Fels. Christlich Höhlensiedlungen mit weitläufigen Wohnanlagen und Felsenkirchen wurden in Göreme im türkischen Kappadokien, in Matrira in Süditalien sowie im 12. bis 13. Jahrhundert in Lalibela im Norden Äthiopiens erschaffen. Buddhistische Höhlentempel in Indien. Höhlen im frühen Buddhismus. Buddhistische Höhlentempel stellen eine unterirdische Variante der buddhistischen Kloster- und Tempelanlage dar, die auf die Behausung der asketischen Schramana-Bewegung seit der Epoche der Upanishaden sowie auf hohe buddhistische Meditationsstätten zurückgeht. Der historische Siddhartha Gautama zog sich bereits als junger Wanderer vor Erlangen der Erleuchtung zur Meditation in Höhlen zurück. Als Buddha nutzte er gelegentlich eine Höhle bei Rajagriha als Meditationsstätte wie der Pali-Kanon. Eine frühe Aufzeichnung von Buddhas Lehrinnen aus dem 1. Jahrhundert vor Christus überliefert. Diese Höhle wurde von dem chinesischen Pilgermönch Faxian im 5. Jahrhundert nach Christus als Peperlai-Höhle auf dem Berg Weppara identifiziert. Der pali -Kanon nennt natürliche Höhlen als gebräuchliche Rückzugsstätten für die Mitglieder des buddhistischen Ordens, die dort weitgehend abgeschirmt von Sensoren. Reizen meditieren konnten. Auch das erste buddhistische Konzil, das kurz nach dem Tod Buddhas im 5. Jahrhundert vor Christus bei Rajagriha durchgeführt wurde, soll buddhistischer Überlieferung zufolge in einer Halle vor der Höhle Satapani am Nordhang des Weppara Bergs stattgefunden haben. Angesichts des Grundsatzes der Hauslosigkeit des buddhistischen Ordens kam der natürlichen Schutzfunktion von Höhlen eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung der buddhistischen Höhlen Tempel zu. Höhlentempel boten besseren Schutz gegen Witterungseinflüsse als die selbstgebauten freistehenden Regenhütten aus Bambus und Matten, die während der regenreichen Monsunzeit als Refugien dienten und nach Ende des Monsuns wieder abgerissen wurden. Die Ära Kaiser Ashokas. Der eigentliche Bau künstlicher Höhlentempel aus Gewachsenem. Felsen wurde erst in der Ära von Maurya Kaiser Ashoka angestoßen, der im 3. Jahrhundert vor Christus entsprechende zunächst noch recht elementare Anlagen für die asketische Gemeinschaft der Ajivika stiftete. Die Buddhisten entwickelten diese Vorformen zu aufwendigen Zentren mönchischen Lebens mit zunehmend reicherem Reliefschmuck weiter. Mit Unterstützung wohlhabender buddhistischer Laien schufen sie während der Jahrhunderte vor und nach Christi Geburt die Grundform der indischen Felsarchitektur. Die sich während des folgenden Jahrtausends entlang der Handelswege weitläufig verbreitete. Eine Verbindung zwischen der älteren ägyptischen, hertitischen oder lykischen Felsarchitektur des Westens und den jüngeren, erheblich zahlreicheren indischen Felsbauten konnte bislang nicht eindeutig nachgewiesen werden. Entstehungskontext: Die Entstehung der indischen Höhlentempelanlagen nahm nach verhaltenen Anfängen im 3. und 2. Jahrhundert vor Christus. Mit dem wachsenden Wohlstand Stand der Handwerksstände des westlichen Indiens einen erheblichen Aufschwung. Eine wesentliche Ursache dafür bestand in dem gesteigerten Handelsverkehr mit dem römischen Weltreich seit dem ersten Jahrhundert nach Christus. Gerade auf die indischen Handwerker, die innerhalb der undurchlässigen brahmanischen Gesellschaft die niedrigen Kasten bildeten, übte der Buddhismus aufgrund seiner Würdigung auch der Laienbekenner als vollgültige Heilsanwärter. Aufgrund der faktischen Abwertung der Kastenzugehörigkeit und der Ablehnung kostspieliger wie die opfer rituale erhebliche Anziehung aus. Im Gegensatz zum Hinduismus stützte sich der Buddhismus mit seinen Mönchsgemeinschaften vorrangig auf die städtische Kultur. Einflussreiche städtische Kaufmannsgilden stifteten das Geld für den Bau und die Ausstattung ganzer Klöster, wie Stiftungsinschriften belegen. Die Klöster ihrerseits finanzierten die örtlichen Händler durch Anleihen. Zudem zählt das Stiften von Tempeln im Hinduismus und Buddhismus zu den in spirituell verdienstvollen Handlungen. Der Wettstreit unterschiedlicher Handwerksgilden um die Ausgestaltung ihrer Stiftungen führte insbesondere während der Periode der Gupta-Dynastie, die von 320 bis 650 nach Christus über Nord- und Zentralindien herrschte, zu einem erheblichen Aufschwung der indischen Felsbau, Bildhauer und Maikunst, deren Werke in den später vielfach verwaisten Höhlentempeln die Zeit überdauerten. Die Versorgung der Höhlenklöster, die den Ordensleuten als Dauerleihgabe überlassen wurden. Er folgte durch die buddhistischen Laienanhänger der umliegenden Dörfer und Siedlungen, die den bettelnden Mönchen Nahrung, Medizin und Kleidung anboten. Der Tagesablauf in den buddhistischen Klöstern war streng durchstrukturiert. Nach dem Wecken vor Sonnenaufgang erhoben sich die Mönche mit einem Lied oder der Rezitation eines erbaulichen Verses, reinigten das Kloster und beschafften das notwendige Trinkwasser. Zum Tagesablauf zählten auch Blumenspenden in gemeinsamer Versammlung, eine Bettelrunde zum Erwerb von Nahrungsmitteln, eine Mahlzeit, Meditationsübungen, das Textstudium sowie der Besuch von Lehrdarlegungen bauliche Struktur und Bautechnik. Genau genommen handelt es sich bei der frühen buddhistischen Felsarchitektur nicht um Tempel in einem traditionellen Sinn von Anlagen, die im Hinblick auf ihre bauliche Gestalt oder ihre religiöse Funktion vergleichbar erscheinen. Der frühe Buddhismus kennt keine einer göttlichen Macht gewidmeten Heiligtümer und Bauwerke. Trotz der primären Funktion buddhistischer Felsbauten als Klosteranlage hat sich die Oberbezeichnung Höhlentempel gleichermaßen für buddhist wie hinduistische unterirdische Sakralbauten durchgesetzt. Bei buddhistischen Felsbauten knüpft sie an die tempellehnliche Struktur der chaitya halle und deren Ausrichtung auf ein Allerheiligstes an. Die buddhistischen Höhlen, Klöster und Höhlentempel Süd-, Zentral- und Ostasiens zeichnen sich durch zwei zentrale Bautypen aus: Gebäude, die buddhistische sakrale Objekte beherbergen oder einfassen, und Gebäude des mönchrischen Lebens. Zum ersten Bautyp gehört die dreischiffige einer Basilika-ähnliche Gebetshalle, die der verdienstvollen Umwandlung des glockenförmigen zentralen Heiligtums dient. Zur zweiten Bauform zählen die Meditations- und Wohnhallen der buddhistischen Mönche und deren Nebenanlagen. Punkt. Häufige bauliche Elemente im Außenbereich der buddhistischen Tempel und Klosterhöhlen sind Portikus, Seitenkapellen, Säulenveranden, Vorhöfe und Freitreppen. Die Chaitya oder Gebetshalle steht im Zentrum der buddhistischen Tempelanlage. Die dreischiffige Chaitya-Halle wird durch zwei Säulen rein in ein Mittelschiff, dessen Decke als Tonnengewölbe mit Holz- oder Steinrippendecke ausgestaltet ist und zwei Seitenschiffe getrennt. Die Halle dient der Aufnahme eines meist reich verzierten Reliquienschreins, der von einem Wandelgang für die rituelle Umgehung umgeben ist. Vor die Chaitya-Halle war ursprünglich eine aufwendige Holzfassade mit einem oder mehreren Gesetzt. Im Zusammenspiel mit einem hufeisenförmigen Fenster über dem Eingangstor der Halle bewirkte die Holzfassade, dass die Stupa Nische in der halbrunden Apsis am Ende der Halle in atmosphärische Lichteffekte gehüllt wurde. In der Umgebung der Chedja-Halle befinden sich die Klosterräume. Die Wohnbereiche der Mönche umfassen neben Gemeinschaftsräumen eine Reihe von engen Wohnzellen für jeweils zwei Personen. Die Mönchszellen sind um einen Hof oder eine zentrale Säule in Halle herum angeordnet. Ordnet. Weitere Elemente des Klosterbaus sind Zisternen, Magazine und andere Nebenräume für praktische Zwecke. Die Höhlenklöster des Mahayana Buddhismus, der zweiten Hauptrichtung des Buddhismus, die zwischen dem 5. und dem 8. Jahrhundert nach Christus entstanden, enthalten reich verzierte Säulenreihen sowie Kultbildkapellen oder kleinere halbkugelförmige Stupas. Sie sind mit großflächigen Wandgemälden zum Leben und den Vorexistenzen des historischen Buddha geschmückt. Vielfach wurden die Farbschichten, die die Tempelanlage großflächig verzierten, später durch Verwitterung abgetragen. Bautechnisch wurde zunächst die Felswand in der Breite der geplanten Höhle senkrecht bearbeitet. Anschließend wurde die Fassade markiert, und es wurde begonnen, von oben in den Fels zu meißeln. Die Aushöhlungsarbeit verlief stufenweise. Die oberste Stufe reichte stets am tiefsten in den Fels hinein. Bei Erreichen der Rückwand wurde die Decke fertiggestellt, wodurch auf ein Gerüst verzichtet werden konnte. Während die Steinmetze sich von oben herab durch den Fels vorarbeiteten und geplante Säulen und Skulpturen aussparten, wurden zugleich die Fassaden fertiggestellt. Als Werkzeuge standen den Steinmetzen lediglich eine Spitzhacke, Hammer und Meißel zur Verfügung. Entwicklung zum Monumentalbau Die Entwicklung der Höhlentempel führte angesichts der zunehmenden Stärke der vedisch-brahmanischen Religion zum Ausbau des buddhistischen Höhlentempels zur Klosterschule. Schon in ajatava war, wohl in Anlehnung an nicht erhaltene Klosterfreibauten aus Holz, eine mehrgeschossige Höhle aus dem Stein gemeißelt worden. Neben der Chaitya-Halle und dem Vihara tritt etwa in Ellere, Backdamner und Kolvi wie ein großer Kapitelsaal auf. Während die Chaitya und Tempelhalle vor allem Zeremonien wie der Pradakshina, das heißt der rituellen Umwandlung des Stupa in der Absicht, spirituelles Verdienst zu erwerben, und die Klosterräume der Viharas vorwiegend als Meditations- und Wohnstätten dienten, ist der Dhammaschelle mit langen Reihen von Steinbänken als ein großer buddhistischer Lehr- und Predigtsaal angelegt. Auf einer Ebene der Klosterschule von Ilare konnten bis zu 30 Zuhörer, die in Reihen zwischen den Säulen saßen, die den Auslegungen eines buddhistischen Lehrers folgen. Verbreitung in Indien. Bisher wurden ungefähr 1200 buddhistische, hinduistische und jainistische Tempelhöhlen in Indien bekannt, von denen etwa 1000 im Bundesstaat Maharashtra liegen, andere in Andhra Pradesh südöstlich von Maharashtra und in den nordwestlichen Staaten Gujarat, Rajasthan und Madhya Pradesh. Die ältesten bekannten Höhlentempel entstanden im Kontext der Schramana Bewegung etwa im 3. Jahrhundert vor Christus. Im späteren Nordöstlichen Bundesstaat Bihar. Mehrere archäologisch und touristisch intensiv erschlossene Höhlen- und Felsentempelkomplexe unterschiedlicher religiöser Prägung zählen zur Liste des UNESCO-Welterbes Ajatta im weitläufigen wagora fluss steil gelegen und von einem britischen Kavallerieoffizier 1819 zufällig wiederentdeckt. Ellere über zwei Kilometer Länge hinweg aus einer basaltischen Felswand geschlagen. Elephanta auf der Insel Garapuri bei Mumbai, allesamt im indischen bundesstaat maharashtra der tempelbezirk von mamalapuram an der coromandel küste bei chennai Tamil -E nadu dessen leuchtfeuer den seefahrern der pallava dynastie als navigationshilfe dienten Punkt. weitere buddhistische höhlen tempel indiens Hinduistische Höhlentempel in Indien. Hinduistische Gegenreformation. Unter dem Einfluss der hinduistischen bh lehre hatten tantrische, das heißt esoterische Elemente in die buddhistischen Höhlentempel Einzug gehalten. In einer buddhistischen Höhle Elloras tritt zu Buddha-Statuen als neues Element die vierarmige Göttin Kunda hinzu. Die buddhistische Tempelhalle in Orangabad, Höhle 7, adaptiert die räumliche Enge des Hindu-Tempels und zeigt eine mit erotischen Tanz Szenen ausgestattete Kapelle. Diese weitreichende Anpassung an die hinduistische Formensprache hing mit dem Erstarken des Hinduismus ab dem 4. Jahrhundert nach Christus zusammen. Die aus der Schwächung der indischen Großreiche resultierende hinduistische Gegenreformation ging mit der Entwicklung einer vitalen hinduistischen Felsarchitektur einher und brachte schließlich im 7. und 8. Jahrhundert nach Christus die Bautätigkeit an buddhistischen Höhlentempeln weitgehend zum. Erliegen hinduistische Tempel waren bis in die ersten nachchristlichen Jahrhunderte hinein ausschließlich aus wenig dauerhaften Baustoffen, vor allem aus Holz und Lehm, errichtet worden. Die ersten hinduistischen Höhlentempel und freistehenden Steintempel griffen jedoch den Stil ihrer Vorgänger auf. Durch den Zufluss von Geldern hinduistischer Stifter konnten verstärkt seit dem 7. Jahrhundert nach Christus in mehreren indischen Regionen hinduistische Höhlentempel aus dem Fels heraus modelliert werden, darunter im heutigen Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa und in Tamil Nadu. Zum UNESCO-Welterbe zählen neben Elephantar und Elere im Nordwesten des indischen Subkontinents das ebenfalls hinduistische Mamalapuram bei Chennai. In Südindien einige in gleicher Zeit angelegte Jaina-Tempel befinden sich in Maharashtra, Madhya Pradesh und im östlichen Orissa. Klassische Tempelstruktur. Die Funktion der hinduistischen Höhlentempel als Heiligtum und Ritualstätte für die Abhaltung einer Puja von Feuer- und Opferzeremonien, Rezitationen und weiteren religiösen Handlungen führte zur Ausprägung zahlreicher unterschiedlicher Bauformen, in deren Zentrum durchgängig das Göttliche als Gegenstand der Verehrung steht. Auch hinduistische Höhlentempel sind von Tendenzen geprägt, die im Bereich des Freibaus entwickelt worden sind. Der hinduistische Tempel ist räumlich in Garbhagriha als Hauptraum und Mandapa als Vorhalle aufgeteilt. Die Gapagriha bildet eine zumeist unbeleuchtete Kultkapelle, die das Allerheiligste enthält, das Bildnis der Gottheit oder den Linga, ein eng mit der Hindu-Gottheit Shiva verbundenes Symbol. Vor der Gapagriha befinden sich in einer Achse Greit ein oder mehrere Mandapas als Eingangs- oder Tempelhallen mit Säulenkolonnade. Die Mönchszellen buddhistischer Anlagen entfallen bei hinduistischen Höhlentempeln. Anhand der umfangreichen hinduistischen Höhlentempel von in Maharashtra lassen sich nach Herbert und Ingeborg Pleschke mehrere zentrale Bautypen hinduistischer Höhlentempel unterscheiden, die weite Verbreitung haben, Bauten, die sich von einer Höhlenveranda daher leiten lassen, mit direkter Anbindung an das Allerheiligste, Tempel, die den Grundriss eines Hofhauses mit innerem Säulenquadrat nachahmen und Höhlentempel, die direkt vom zeitgenössischen hinduistischen Freibau abgeleitet sind. Punkt. Besondere Bedeutung erlangt aufgrund des Siegeszugs des hinduistischen Tempelbaus in Westindien seit dem 7. Jahrhundert nach Christus. Die letzte Variante, hinduistische Höhlentempel des letzten Bautyps folgen weitgehend dem Grundriss des hinduistischen Tempelfreibaus südindischen Typs mit Allerheiligstem, Tempelturm, Eingangs- und Tempelhalle und gelegentlich einem kleinen vom Hauptbau isolierten Pavillon mit dem Bild des Buckelstiers Nandi, des Reittiers von eine Weiterentwicklung dieser Variante hinduistischer Höhlentempel bildet der Kailasana der tempel ein monolithischer Felsentempel in Ellere. Dieser freistehende Felsentempel in einer Felsgrube, der durch einen monumentalen zweigeschossigen Portalbau nach außen abgeschlossen ist, gilt mit einer Seitenlänge von 46 Metern als wohl eindrucksvollster hinduistischer Felsentempel. Höhlentempel in anderen Regionen Asiens. Ausbreitung über die Seidenstraße. Die weitläufigen buddhistischen und hinduistischen Höhlentempelanlagen anlagen des alten Indien sind seit dem 2. Jahrhundert nach Christus in zahlreichen Regionen Asiens nachgeahmt worden. Der Buddhismus kam von Indien entlang der Fernhandelsrouten, insbesondere über die nördliche Route der Seidenstraße, nach Zentralasien. Auf dem Gebiet des heutigen Afghanistan entstanden in große im Umfang persisch beeinflusste Höhlentempel in und um das Bamian-Tal mit seinen Seitentälern Kakrak und Fuladi, bei Haibak in Baktrien sowie bei Jalalabad. Über Zentralasien verbreiteten sich die Höhlentempel nach China, am intensivsten während der nördlichen Hui-Dynastie im 4. und 5. Jahrhundert nach Christus. Im Zuge dieser Ausbreitung in nördlicher Richtung entstanden zwischen dem 4. und dem 9. Jahrhundert entlang der Seidenstraße und den Becken des Gelben Flusses und des Yangtze -Yang, zahlreiche ausgedehnte buddhistische Tempelanlagen, die sich von ihren indischen Vorbildern emanzipierten. Bauliche Besonderheiten. Auch die entlang der Seidenstraße entstehenden Höhlentempel kennzeichnet neben Kult- und Lehrnischen sowie Mönchszellen ein im Mittelpunkt platzierter Stupa, der häufig durch einen viereckigen Zentralpfeiler vertreten wird. Dieser trägt buddhistische Statuen und wurde in der Absicht des Ansammelns von Heil von Mönchen und buddhistischen Laienanhängern rituell umwandert. Punkt. Besonders vielfältig stellen sich die Deckenkonstruktionen der chinesischen Höhlentempel Darunter Decken in der Form eines umgekehrten Eimers, eines Achtecks oder einer flachen Schachbrettdecke. In den gut erhaltenen Mogau-Grotten sind die Deckenfelder häufig mit Malerei ausgefüllt und verkörpern damit die kosmologische Idee der Himmelskuppel. Insgesamt zeichnen sich die chinesischen Höhlentempel durch zahlreichere Wand- und Deckenmalereien als ihre indischen Vorbilder aus. In den Höhlentempeln von Kizil und in Bamiyan fällt die Beliebtheit der Laternendecke auf eines. Des zentralen Deckenfeldes, das mit nach oben sich verkleinernden Quadraten ausgefüllt ist. Das innere zentral- und ostasiatischer Höhlentempel ist meist vollständig mit aus Stein gemeißelten Figurengruppen, Reliefs und Ornamenten bedeckt. Aus dieser reichhaltigen, Gestaltenfülle Fülle heben sich größere Konfigurationen in Nischen ab, insbesondere die in Jungango und Longmen dominierenden Kolossal Statuen des sitzenden Buddha als Weltenherrscher und seiner stehenden Begleitfigur. Blütezeit in Zentral- und Ostasien. Zahlreiche Höhlentempelkomplexe in Zentral- und Ostasien sind erhalten, darunter drei chinesische Städte mit UNESCO-Welterbe-Status. Die Mogau-Grotten oder 1000 buddha höhlen Teil der Danhuang-Grotten bei Danhuang, in denen ein daoistischer Mönch im Jahre 1900 rund 50.000 alte Textdokumente aus dem 4. bis 11. Jahrhundert entdeckte. Die Jung-Angoda-Wolkengrad-Grotten bei Datong. Dem Vorbild der mogao grotten konzipiert und mit 51.000 Statuen und noch heute erhaltenen hölzernen Schutzhütten aus dem Jahr 1621 ausgestattet. Punkt. Die Longmen oder Drachentor-Grotten bei Luoyang, deren über 10.000 Skulpturen während der chinesischen Kulturrevolution zwischen 1966 und 1976 stark beschädigt wurden. Punkt. Zu den insgesamt über 250 buddhistischen und recht seltenen daoistischen höhlen in ganz China zählen außerdem. In weiteren Regionen Ostasiens existieren nur vereinzelt höhlen darunter in Südkorea und in Japan. Auf Japanisch heißen die buddhistischen Höhlen-Tempel Nutzung natürlicher Höhlen in Süd- und Südostasien Die Ausbreitung des Theravada-Buddhismus verlief von Nordost und Südostindien aus nach Süd und Südostasien ein zweiter Ausdehnungsstrang verlief im Norden über Myanmar. Beide Stränge trafen schließlich auf den von Norden her sich ausbreitenden Mahayana Buddhismus. Die Höhlenheiligtümer Sri Lankas sowie der Länder Südostasiens entwickelten sich weitgehend eigenständig und übernahmen von ihren indischen Padas vorwiegend die Stupas, Buddha-Statuen, verschwenderische Wandmalereien oder die atmosphärischen Beleuchtungseffekte, während unterirdische Heiligtümer etwa in Myanmar oder Indonesien dem indischen und chinesischen Typus entsprechend weiterhin auch als künstliche Höhlen angelegt wurden. Entstanden in Südostasien unter Verzicht auf Kost Spielige Felsbauarbeiten überwiegend Tempelanlagen in oder bei natürlichen Höhlen. Diese Höhlentempel wurden mit zahlreichen Buddha-Statuen oder hinduistischen Gottheiten, weiteren Skulpturen und aufwendigen Wandgemälden ausgestattet. Vielfach ersetzten diese Heiligtümer ältere animistische Kult- und Opferstätten, die in vorbuddhistischer Zeit bestanden hatten. Diese Variante der Höhlenheiligtümer ist vereinzelt in anderen Regionen vorrangig jedoch in Südostasien anzutreffen. Besondere Bedeutung kommt dem Höhlentempel Aluvihara bei Matale zu, der im 1. Jahrhundert vor Christus unter Schirmherrschaft von König Vatagamani Apaya den Schauplatz des vierten buddhistischen Konzils der Theravada-Tradition bildete. Während des Konzils wurden die bis zu diesem Zeitpunkt über Jahrhunderte hinweg ausschließlich mündlich überlieferten Lehrreden des Buddha erstmals in Gestalt des Pali-Kanons schriftlich niedergelegt, stark frequentierte Pilgerziele. Etliche der in natürlichen Höhlen angelegten Heiligtümer bilden heute stark frequentierte Pilger und Opferstätten, Orte historischer Erinnerung, umfangreiche Lehr- und Meditationszentren, Bestattungsorte, Kunst- und Museumsraum oder imposante Aussichtspunkte mit Restaurantbetrieb. Bedeutende Beispiele für Heiligtümer in natürlichen Höhlen sind.